Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Ja, wir fahren gerade in den Bahnhof von Bierstadt ein mit unserer 103, die auch inzwischen schon ein bisschen, schon ein bisschen älter und schmutziger aussieht. Ich glaube, da müssen wir mal relativ bald gucken, wie es mit dem Fahrzeugersatz aussieht. Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Der Grund ist ein anderer, der steht nämlich hier vorne. Ich habe gerade mal testweise hier vorne im Off ein Depot für Schiffe, eine Werft oder so, Werft, Bierstadt Schiffswerft heißt es, die habe ich hier hingestellt. Und zwar, ja, Bierstadt soll einen Hafen bekommen und nicht nur Bierstadt, sondern auch die anliegenden Orte Oberrieslingen, Unterrieslingen. Ja, und hier drüben soll auch noch ein kleiner Hafen entstehen für eine Fähre. Das ist auch das Ziel, zunächst mal hier eine Fähre zu bauen. Das heißt, es geht hier nicht um den großen Schiffsverkehr, sondern zunächst mal um einen Fährbetrieb. Und seit einiger Zeit gibt es ja jetzt auch tatsächlich eine Fähre. Es gibt leider bisher nur eine, aber es kann ja durchaus sein, dass da noch weitere zukommen. Und die möchte ich hier jetzt zum Einsatz bringen. Das heißt, zunächst hier ein Hafen hin. Der Hafen soll schon etwas größer sein in Bierstadt. Da denke ich, wird es später auch nochmal andere Schiffe geben, aber zunächst eben mal den Fährhafen hier. Das heißt, hier möchte ich schon mindestens zwei Anleger haben und das Ganze auch in etwas größer. Und dann wird hier natürlich drumherum noch ein kleines Industriegebiet mit Straßen und so weiter entstehen, aber zunächst mal, einfach damit wir anfangen können, würde ich den tatsächlich hier unten an die Straße setzen. No, also den Hafen. Und noch ein bisschen Straße schnappen und hier, da nehmen wir ruhig was Städtisches. Die sollen hier ja auch bauen, das ist ja Ziel des Ganzen, dass das hier zwar nicht Stadt, aber doch in dem Sinne städtisch wird, dass wir hier noch Industriegebäude hinbekommen. So, das ist zunächst mal nur ein Personenhafen, aber das kann man hinterher konfigurieren, soweit ich das in Erinnerung habe, oder sonst setzen wir halt hier noch einen zweiten hin. Die Fähre soll zunächst mal von Bierstadt hier nach Oberrieslingen gehen. Das heißt, hier brauchen wir auch noch einen schönen Hafen. Wo haben wir denn hier Industriegebiet? Hier hinten haben wir doch ohnehin die Industrie. Dann setzen wir den doch am besten hier unten hin. Hier haben wir Wohnbebauung, hier haben wir Industrie. Das ist doch ein ziemlich perfekter Ort, um hier eine Anlegestelle zu bauen. So, dann brauche ich jetzt mal... Ich habe so selten Häfen und Ähnliches gebaut. Ich muss da wirklich immer sehr intensiv suchen, wo das eigentlich ist und wie man das baut. Das ist ganz selten gemacht, aber das so, sieht doch aus, als wenn es funktioniert. Hier würde ich auch nochmal zwei Anlegestellen hinbauen, da es eventuell hier ja auch nochmal einen anderen Betrieb gibt. So, das wäre schon mal da. Und dann hätten wir hier in Unterrieslingen, möchte ich gerne noch eine haben. Da muss man mal gucken, wo. Hier sind natürlich überall schon Häuser, hier ist es schon recht dicht bebaut, das macht nicht ganz so viel Sinn. Und wo wollen die Leute eigentlich hin? Hier an die Straße vielleicht, das könnte man machen, wenn man es hier dran... Ah, hier funktioniert es nicht. Hier bin ich wahrscheinlich zu hoch. Hier wird es gehen. Ah, ich bin nicht weit genug in der Stadt rein. Ich müsste dann hier ein paar Häuser abreißen. Nee, das funktioniert trotzdem nicht, wenn ich das richtig sehe. Nee, da bin ich wahrscheinlich wirklich zu hoch. Das heißt, ich müsste hier hinten in den Bereich rein. Da ist natürlich jetzt keine Straße. Wenn ich hier dran... Ja, das sieht doch schon besser aus. Wenn ich hier dran käme... Nee, da kollidiere ich auch wieder, wobei ich nicht genau weiß, womit ich da kollidiere mit der Straße. Ich komme hier nicht weit genug rein. Ich muss tatsächlich tiefer rein und dann... Komme ich hier nicht an? Doch, das würde gehen. Das sieht doch gut aus. Aber hier möchte ich das Ganze jetzt zunächst mal in klein. Das habe ich aber auch in klein. Und wenn ich hier nur eine Anlegestelle mache, ist das hier besser, weil das soll wirklich nur für die Fähre sein und nur als Personenhafen gedacht sein. Das heißt, den setze ich jetzt mal hier hin. Und zwar einfach hier rüber. Warum ich den hier rüber baue, das verrate ich im Moment noch nicht. Aber ich möchte hier quasi einfach eine Fähre haben, die auf die andere Seite geht, die wirklich nur dieses ganz kleine, kurze Stückchen hier fährt. Wir werden hinterher sehen, warum ich die hier hinmache. Und ich hoffe, ich habe sie hier nicht an eine ganz blöde Stelle jetzt gesetzt. Aber das wird man dann sehen. So, damit hätten wir unsere vier
Häfen, unsere vier Anlegestellen. Eine Werft haben wir auch, das heißt, wir können schon loslegen. Eine Linie. Ui. Neue Linie. Neue Linie und zwar von hier, Bierstadt Hafen, hier rüber nach Oberrieslingenhafen, dann hier runter, Unterriesling, Oberriesling und das Ganze wieder zurück. Das ist natürlich kein jetzt besonders, ja, also wer es wirklich schnell haben will, wird nicht mit diesen Linien fahren, aber vielleicht funktionieren sie sogar wirtschaftlich, das werden wir mal sehen. Ich hoffe das, aber zumindest sollen die hier diesen See auch ein bisschen mit Ausflugsverkehr und diesem kleinen Schiffchen hier, dieser Fähre Luise. Wie gesagt, es gibt nur eine, das heißt, ich muss hier sicherlich, fangen wir mal mit drei Stück an und die kriegen die Linie 2, eine andere Schiffslinie gibt es nicht. Und dann gucken wir mal, wie diese kleinen Schiffchen hier aussehen. Ist das sogar eine Autofähre? Naja, das kann man noch nicht sehen. Die schieben sich hier gerade noch auseinander. Gucken wir mal, wenn sie rauskommen. Das sieht doch tatsächlich wie eine Autofähre aus. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man hier tatsächlich auch noch mit Autos drauf fahren kann. Wir sitzen hier sehr tief. Ich glaube, ich muss mal zum Mitfahren mal ein Stück höher auf diesem Schiff, sonst sitzen wir hier unter der Höhe der Kabine. Hier oben sitzt ja immerhin derjenige, der das Ganze steuert und überwacht. Und wir fahren jetzt hier. Nee, wir fahren direkt bis Bierstadt durch. Wir halten hier gar nicht. Doch, wir halten. Das ist ja Bierstadt. So. Und die erste Fähre legt hier an unserem Bierstädter Hafen an. Ich finde es schon großartig gemacht, dass man hier auch wirklich auf diesen Schiffen. Man sieht ja auch von dem Wasser jetzt wirklich mal mehr, wenn man wirklich mitfährt. Guck, die andere Fähre fährt direkt hier vorbei an den nächsten Zielort. Was gibt das jetzt hier? Okay, wir drehen. Und ich muss sagen, für eine Fähre hat die schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Also 22 km/h, 25 km/h. Ich weiß tatsächlich nicht, was das umgerechnet in Knoten bedeuten würde. Mit Schiffsverkehr kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Aber es ist doch schön, wie die hier jetzt über den See fahren. Wobei ich drehe noch mal eine, nämlich die hier am weitesten vorne ist, damit die nicht. Ja, die fährt jetzt nach Oberrieslingen. Das ist schon mal ganz gut, damit wir hier so ein bisschen das verteilt kriegen. Oberrieslingen. Unterriesling und wenn ich die noch mal drehe, passiert was? Dann fährt sie nach Bierstadt. Das wollte ich jetzt eigentlich, dass die hier noch mal drehen und zurückfahren, damit das ein bisschen verteilter ist und die hier nicht im so in der ja in dieser Formation quasi fahren. Das dauert natürlich jetzt relativ lange, bis wir an allen Stationen waren. Das würde wahrscheinlich die ganze Folge jetzt Zeit kosten. Insofern lassen wir die hier einfach mal fahren und immer zwischendurch würde ich sagen, steigen wir mal ein und fahren ein Stückchen mit, wenn sich's denn irgendwo anbietet. So, hier oben müssen wir natürlich dann auch entsprechend noch eine Bushaltestelle etablieren, weil ohne Bus hier raus läuft keiner mehr, wenn er in die andere Stadt will. Das heißt, hier brauchen wir noch eine Bushalt. Haben wir neu? Die sieht mir so neu aus, oder ist die nur? Nö, das ist doch, glaube ich, die vorherige. Ja, aber die würde ich hier einfach mal hinsetzen. Das heißt, hier kommt ein Bus hin. Ja, lassen wir eine. Ist eigentlich egal, warum wir ihn fahren lassen. Ich setze mal in beide Richtungen eine hier hin. Die heißt dann auch, die heißt nicht Waldstraße, die heißt dann auch Hafen. Genau. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, welchen Bus wir da geschickterweise denn zum Hafen schicken können, ob wir überhaupt schon einen haben. Hier sind ja eigentlich nur Trams unterwegs. Hier gibt es überhaupt noch keinen Bus in der ganzen Stadt. Aktuell, wenn ich das richtig sehe, nur hier hinten die Fernbusse quasi. Gibt es nur den Fernbus nach Hengersch. Das macht natürlich keinen Sinn, den hier zum Hafen durchzuführen. Obwohl doch, der fährt ja hier ohnehin. Ach, der fährt ja, guck, der fährt ja hier direkt vorbei. Naja, dann kann man ihn auch hier auf jeden Fall zum Hafen durchfahren lassen. Das heißt, hinter Bierstadt Linie verwalten. Würde dann eine neue Haltestelle, ups,
Machen wir es richtig, dann geht's. Eine Haltestelle hier. Nein, ich sage ja, machen wir es richtig, dann geht's. Hierhin. Und dann würde ich den auf dem Rückweg eben auch nicht hier oben direkt durchfahren lassen. Der fährt ja jetzt hier zurück von Bierstadt Tram wieder auf diese neu gebaute Schnellstraße hier. Sondern den dann eben von hier, von 1. Moment. Dann lassen wir den auch hier rumfahren. Das geht, nee, das geht ja gar nicht. Ah, wir haben ja hier eine Einbahnstraße. Der kommt hier gar nicht raus. Das heißt, der müsste, müsste die ganze Linie anders machen. Ja, das mache ich aber auch. Ich lösche nochmal die gesamte Linie hier. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, der fängt jetzt hier an, fährt dann zum Hafen, dann zum, na, ist das, wo ist mein Dom? Ein Dom ist nicht zu übersehen eigentlich. Dann zum Bierstädter Dom, dann hier hinten dahin und dann hier rüber. Ne, Hängersparnhof nicht. Hatten wir da noch eine Haltestelle drin? Ich glaube ja, ich glaube, der ist noch. Ja, wenn der hier rüber fährt, dann müsste der eigentlich nochmal hier irgendwo halten und dann. Ja, da sind zu viele Männchen zum Bahnhof. Zurück wieder zur Berliner Straße und dann wieder hier hinten den ganzen Weg zurück, weil der muss ja jetzt hier wieder nach 1. Er kann ja aufgrund der Einbahnstraßenregelung, die wir hier hatten, nicht dahin. Das heißt, wir kommen jetzt nur in eine Richtung zum Hafen. Das heißt, ich würde hier trotzdem noch einen zweiten Pendelbus irgendwie einrichten, eine neue Linie. Ja, die sollte jetzt nicht die gleiche Farbe haben, das ist dann maximal verwirrend. Neue Linie und die fährt dann hier vom Dom, da haben wir auch schon eine gelbe, das ist blöd, was haben wir denn da noch nicht? Ich glaube, blau haben wir da noch nicht an der Stelle vom Dom, Bierstädter Dom, hier durch die Stadt zum Bahnhof und dann hier runter zum Hafen, fährt dann hier zum Bahnhof, dreht da, fährt wieder zum Hafen zurück. Und macht die ganze Tour in der Gegenrichtung. Bierstadt Bahnhof. Nehmen wir auf dem Rückweg die ja auch noch mit. Brunnenstraße und Bierstädter Dom. Jawohl. Und die dreht jetzt nämlich hier am Bahnhof. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie eine Schleife hinmachen oder was auch immer. Und ja, da brauchen wir natürlich jetzt auch noch ein paar Fahrzeuge, die ja auf die Linie kommen. Ach, haben Sie schon wieder ein Haus in meine Busse gebaut hier? Leute, ihr wollt doch nicht wirklich in alten Postbussen leben. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass das Unsinn ist? So, aber irgendwo habe ich doch hier ein Depot, da bin ich mir doch sicher. Das habe ich doch sehr am Anfang schon hier hingesetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das? Das ist es. Fahrzeuge kaufen, mal gucken, was hier an Bussen zum... Ja, wir haben immer noch... Doch, der ist neu. Chevrolet, Baujahr 76. Ja, ich würde den, auch wenn das kein, eigentlich kein deutscher Bus ist, aber ich glaube, so als Hafenlinie bietet der sich einfach an. Zunächst mal zwei davon und der kriegt jetzt die Linie. Drei müsste das sein. Genau, umbenennen tue ich es wie immer später, wenn ich gucke, wie das Ganze läuft. So, ja, jetzt haben wir ein Autosave. Mit Autosave kein Losfahren der Busse. Und jetzt kommen sie natürlich, gucken wir uns zumindest noch mal einen dieser Busse an. Ja, das sind mit ziemlicher Sicherheit amerikanische Fahrzeuge. Aber so als Hafenlinie, finde ich, ist das doch eine ganz schöne Sache. Der bringt halt die Leute hier runter zu der Anlegestelle. Da kommt unser Schiffchen. Ob das jemals voll wird, das werden wir später sehen. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall jetzt hier eine Möglichkeit, über den See mit Schiffen zu fahren. Und unser Flugzeug kommt auch gerade von oben. Haben wir denn hier schon Leute? Nein, auch da werden wir nochmal Fahrzeuge brauchen. Bevor ich irgendwas anderes mache, müssen wir sowieso nochmal hier uns Oberriesling fahrzeugtechnisch genauer angucken, denn die bekommen ja jetzt hier Lebensmittel gebracht, aber... Die Lebensmittel kommen nirgendwo hin, weil der Bahnhof hängt an keiner Stelle an einem Fahrzeug,
hier in so einem Güterdepot irgendwo. Das heißt, die Güter kommen nur nach hier und können überhaupt nicht verteilt werden. Wir gucken mal, wo in dieser Stadt denn eigentlich was gebraucht wird. Das sehe ich so nicht. Wo sehe ich denn jetzt nochmal genau, wo die Brote gebraucht werden? Ich klaue mir mal hier ein Gebäude für Güter und dann sieht man es. Die Brote kommen hier an und gebraucht werden sie ganz am anderen Ende der Stadt. Das heißt, hier müssen wir einmal durch mit LKWs. Und dazu brauchen wir als erstes mal hier irgendwo geschickt einen LKW-Port. Ich würde das so machen, dass ich hier auf dieser Seite, wenn das noch möglich ist, aber das sollte eigentlich gehen, den Bahnhof nochmal konfiguriere. Nein, das geht nicht mehr. Ich bin hier schon an der. Allen Ernstes, ich bin hier wirklich an der Höchstgrenze der Gleise schon wieder angekommen. Das kann doch nicht sein. Ah nee, ich war hier auf dem falschen Reiter gelandet. Hier baue ich jetzt nochmal einen Güterbahnsteig, eine Güterplattform. Welche nehmen wir? Nehmen wir die. Die baue ich jetzt hier nochmal an. Das haben wir an anderen Stellen auch schon gemacht. Die ist zwar eigentlich hier im Moment verkehrstechnisch nicht nötig, aber dann können wir eben auch hier Gebäude beziehungsweise, ja, das mache ich aber auch in jedem Bahnhof, dass ich einmal verrutsche. Kommst du weg? Kommst du hin? Und jetzt setze ich hier ein entsprechendes Gebäude dran. Oder vielleicht auch nur solche Rampen. Ich glaube, solche Rampen wären hier gar nicht so falsch. Was haben wir denn da? Kleines Hauptgebäude. Wo ist denn jetzt? Das ist doch nur eine Rampe, das ist doch kein Gebäude. Nee, das möchte ich nicht. Na, ich würde hier tatsächlich gar kein Gebäude mal ausnahmsweise machen, sondern einfach ein paar Rampen hinsetzen. Von denen das. Und vielleicht noch so ein. Na, nehmen wir doch noch so ein kleines Gebäude daneben. So. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Dinge zu entladen und können jetzt hier auch direkt entsprechend einen LKW Platz hinsetzen, Straßen, Gebäude, Güter brauche ich. Güter. Ja, oder nochmal tatsächlich so ein Riesending hier. Das wird natürlich. Das brauchen wir zwar im Moment hier nicht, würde aber sicherlich durchaus schön hier hinpassen. Die Kosten sind zwar in der Beschaffung sehr hoch, aber ansonsten ist das nicht dramatisch. Leider passt es hier genau nicht zwischen, wo ich dachte, da könnte man es hervorragend hinsetzen. Andererseits, wie sieht es denn hier aus? Ja, das wird doch gehen. Hängt das dann noch dran oder nicht? Ich müsste es eher hier rübersetzen. Vielleicht machen wir es so. Okay, ich gucke mal, ob das ja, ein bisschen tiefer das Ganze, dass das hier auf Höhe der Straße ist. Dann ist es da hinten ein bisschen im Fels. Das macht aber nichts. Das senken wir dann später ab. So. Und dann einmal mit dem Terrain-Tool hier, mit dem Glättungstool, das Ganze ein bisschen runterdrücken, damit das nicht ganz so in den Berg gemeißelt aussieht. Und dann müssten wir doch mit einer Straße hier auch reinkommen. Wo ist meine Straße? Na, 20, 40, das muss jetzt keine Hochgeschwindigkeitsstrecke hier sein. Aber die gefällt mir auch nicht. Nee, zweigleisig brauchen wir es. Zweigleisig in der Breite brauchen wir es hier auch nicht. Na gut, dann nehmen wir die hier mal. Und gucken mal, ob das jetzt wirklich hier dranhängt. Das sollte aber funktionieren, wenn ich jetzt hier noch eine Straße hinziehe. Naja, das sieht jetzt nicht so hübsch aus. Mal gucken. Ich muss, glaube ich, erstmal. Das muss ein bisschen schmaler werden hier. Auch so ein Bahnhofsvorplatz, denke ich, darf aber auch durchaus mit so einer Straße sein. Ziehe ich jetzt hier unten erstmal lang. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Die muss ja gar nicht real befahren werden. Hier fahren ja tatsächlich gar keine Autos im Moment. Da komme ich aber auch nicht rein. Das ist ein bisschen blöde, aber der Bahnhof sollte natürlich. Ach so, warum so kompliziert? Das muss doch hier eigentlich gehen. Auch nicht. Auch nicht. Okay, dann greifen wir nochmal zum Bagger. Und ja, die Straße kommt gleich wieder. Dann machen wir es nämlich so. Dann lege ich hier die Straße einfach etwas um.
Größere Umbauarbeiten sind im Gange. Man hört es am Bagger. Straße, Straße. Das ist doch städtisch hier. Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann machen wir das nämlich so, dass wir hier eine neue Straße langziehen. Die jetzt sollte jetzt nicht zu sehr unten... Wow, die ist aber zu hoch. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das Depot wirklich auf die falsche Höhe gesetzt da oben. Das funktioniert hier nicht. Ich habe die Höhenverhältnisse hier wirklich total falsch eingeschätzt. Ich muss nämlich erstmal hier unten die Straße haben. So dockt sie nicht an. So liegt sie über Bahnhofshöhe. Naja, das ist ja viel zu hoch. Nein, das funktioniert nicht. Okay, dann nehme ich das Depot tatsächlich nochmal weg, weil das funktioniert hier nicht. Da ich da jetzt mit dem Tool rumgebastelt habe, hat es natürlich auch das Ganze jetzt nicht entsprechend zurückgesetzt. Das müssen wir jetzt per Hand nochmal hier kurz ein bisschen glätten. Das funktioniert nicht. Ich habe wirklich nicht gesehen, dass hier solche Höhenunterschiede sind. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal das Ganze ein wenig runterdrücken. Sonst wird das hier nie was. Und dann glätten. Damit wir hier unten überhaupt vernünftig mit einer Straße hinkommen. Die hier wollte ich. Und jetzt müsste ich doch auf Höhe des Bahnhofs hier kommen, wenn ich die hier dran lege. Jawohl, so sieht das doch schon sehr viel... Na, es dockt wieder nicht richtig an. Ich will doch da dran. Das kann doch so schwer nicht sein. Jawohl, so. Jetzt haben wir die schon mal so, wie sie sein soll. Die geht dann da so ein bisschen in der Kurve noch. Damit wir die mit erwischen. So, und die geht jetzt hier oben in diese Straße rein. Und dann müsste ich doch hier auch entsprechend ein Depot hinsetzen können, ohne dass mir das zu sehr in den Berg kommt. Aber das geht tatsächlich nicht. Das funktioniert alles nicht. Aber ich habe doch jetzt hier hinten ein bisschen Platz. Vielleicht funktioniert es da ja. Gebäude. Nee, das ist einfach zu groß. Okay, und wenn ich es hier hinsetze, hängt es vermutlich nicht mehr am Bahnhof. Ich meine, ich kann das mal testen. Das würde natürlich funktionieren. Dass die Straße da so hoch geht, das ist... Das kann man ja noch ändern. Dann würde das so hier stehen. Jetzt gucke ich mal, ob das tatsächlich... Jawohl, das hat noch den Bahnhof dran. Das ist sehr schön. Dann machen wir das so. Okay, dann haben wir jetzt hier mit etwas Bastelei. Aber manchmal lässt sich das eben nicht verhindern. Mindestens, wenn man vorher die Höhenunterschiede sich nicht richtig angeguckt hat, haben wir jetzt hier unser Güterdepot für... Dieses Riesling hier geht es zwar immer noch brutal runter, aber wir hängen dran. Wir hängen dran und LKWs könnten jetzt hier auch tatsächlich drauf fahren, wenn sie denn wollten. Okay, das heißt, wir brauchen hier hinten noch eine Güterabladestelle. So, dieses übliche Abladetool, das setze ich jetzt einfach mal mitten in die Brötchen, würde ich mal sagen. So irgendwo dahin. Das funktioniert schon. Und eine neue Linie, die jetzt vom Gartenweg, ein sehr schöner Name für die Brötchen, Oberrieslingen Süd, das nennen wir wahrscheinlich noch um, geht. Und ich habe ein Depot, ja, ich habe ein Depot, Fahrzeuge kaufen, Cargo, und ich brauche etwas, was Brötchen, Brot und Lebensmittel transportieren kann. Das dürfte dieses hier sein, genau. Und da kaufe ich zunächst mal 4 Stück von. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Die Strecke ist nicht so unendlich lang. Und das kriegt diese neue Linie 4. Und damit haben wir auch schon mal den Verkehr hier fertig, hoffe ich zumindest. Wenn die jetzt hier wirklich rauskommen, da kommen sie und bevölkern den Ort. Und das andere, was wir hier noch brauchen, ist hier unten eine Haltestelle, eine Bushaltestelle. Die setze ich auch schon mal gleich hin. Ja, nehmen wir mal was Rustikales. Die kommt hier an den Hafen. Und jetzt gucken wir mal, was es hier an Bussen gibt. Nein, da wollte ich... Na, komm, Kollege, da wollte ich hin. Es gibt nur einen Bus hier, der ohnehin schon ziemlich wenig den Ort auslastet.
Das heißt, den würde ich jetzt. Naja, ich mache es erstmal mit der Linie noch. Gucken wir mal, Linie verwalten. Und zwar von Unterrieslingen Bahnhof käme jetzt eine neue Haltestelle hinzu, und zwar die hier unten. Das sieht mir jetzt aber sehr komisch aus. Wieso fährt er denn jetzt? Moment. Der fährt da rum. Wieso fährt er nicht? Das macht irgendwie keinen Sinn gerade. Ich nehme mal auch hier die ganze Linie nochmal komplett weg und baue sie einmal neu. Da gibt es einen neuen Fahrplan, der geht von hier, hier runter, hier hin, hier rüber. Dann, nee, Entschuldigung, nicht zum Gartenweg, das ist im Moment nur Güter. Da müssen wir aber auch noch eine Station haben. Hier hoch, hier hin, hier hin. Ja, der Bahnhof war doch drin. Wieso ist der denn jetzt raus? Oberriesling, ach so, Moment. Klicken, hinzufügen. Löschen. So, jetzt sollte es funktionieren. Genau, jetzt fährt er zumindest schon mal die Route, die er eigentlich fahren soll. Ist im Moment ein Rundkurs. Und jetzt würde ich allerdings hier noch die eine oder andere Haltestelle zwischenbauen. Das gucke ich mir im Detail nochmal im Off an, wie das Ganze funktionieren könnte. Auf jeden Fall ist jetzt auch schon mal hier unten eine Haltestelle. Damit besteht überhaupt die Chance, dass die Leute da hinkommen. So. Ich möchte es heute nicht mehr bauen, aber noch kurz zeigen, was ich vorhabe und warum ich an diese sehr merkwürdige Stelle einen Hafen gesetzt habe. Und zwar möchte ich diese Linie hier oder eventuell auch beide Linien hier noch mit einem Bahnhof versehen. Das heißt, dass man also von hier, wenn man hier oben mit dem Intercity kommt, dann muss man gar nicht nach Unterriesling rein, sondern hält hier, steigt hier in die Fähre und kann so nach Unterriesling kommen. Das wird hier einiges an Umbauarbeiten bringen. Also hier wird ein Bahnhof entstehen, dadurch wird diese Strecke verlegt werden müssen. Und wie das im Detail aussieht, das würde ich mir dann gerne in der nächsten Folge angucken. Jetzt möchte ich noch mal kurz gucken, wo unsere Schiffchen geblieben sind. Und vielleicht einfach noch mal zum Abschluss heute ein Stück Schiff fahren. Und da sehen wir nämlich da hinten unsere Brücke. Irgendwo da hinten muss auch ein anderer Kollege sein. Ich finde nur, man sitzt sehr, sehr tief auf diesem Schiff. Ich habe das gerade schon gesagt. Also eigentlich würde ich mal sagen, na, ich gucke mal, ob man sich hier mal so richtig, ja, jetzt sind wir zu hoch. Also als Passagier würde man wohl so in etwa in dieser Höhe hier über diesen See schippern. Mir fehlen noch ein bisschen die Möwen, aber ansonsten finde ich, ist es wirklich sehr, sehr schön. Hallo, hallo, Herr Kapitän. Achtung, was? Kraftbootfahrt oder keine Ahnung, kann ich nicht genau entziffern, was da steht. Aber ich finde es eine sehr schöne Mod. Also auch vor allen Dingen die Tatsache, überhaupt Fähren zu haben, finde ich schon klasse. Da oben unser Güterzug mit den Lebensmitteln, die jetzt hoffentlich auch nach Oberrieslingen gebracht werden. Bisher fuhr der einfach nur leer durch die Gegend, weil wir die entsprechenden Lebensmittel nicht abtransportieren konnten. Ja, ich würde sagen, mit diesem Ausblick zwischen Ober- und Unterrieslingen möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.